Hey Freunde, Eddie hier von Filmbuzzer. Macht euch bereit für Der Junge und der Reiher, ein außergewöhnliches Werk von Hayao Miyazaki, das jetzt im Kino ist. Diese halbautobiografische Fantasie, die Leben, Tod und Schöpfung auf einzigartige Weise verbindet, ist nicht nur eine Geschichte, sondern auch eine tiefe Hommage an die Freundschaft. Der Film erzählt von einem Jungen, der sich nach dem Verlust seiner Mutter in eine geheimnisvolle Welt begibt, in der der Tod endet und das Leben einen neuen Anfang findet. In der Isolation eines alten Herrenhauses, umgeben von verwunschenen Landschaften, beginnt der junge Mahito eine Reise der Selbsterkenntnis. Ein mysteriöser Graureiher wird zu seinem Führer, enthüllt die Geheimnisse des Lebens und hilft ihm, die Welt um sich herum zu verstehen. Der Junge und der Reiher, inspiriert von Miyazakis Lieblingsroman How Do You Live von Genzaburo Yoshino, ist eine visuell atemberaubende Erzählung, die von der eigenen Jugend des Regisseurs, seinem Verhältnis zum Vater, Armut und dem Weg zur spirituellen Reife berichtet. Dieser Film, ein kostbares Geschenk und möglicherweise das letzte Werk des gefeierten Meisters, demonstriert Miyazakis unübertroffene Fähigkeit, mit den Mitteln der japanischen Animationskunst eine beeindruckende Welt voller Fantasie und Eleganz zu schaffen. Mit einem überwältigenden Erfolg in Japan und einer triumphalen internationalen Premiere ist Der Junge und der Reiher ein Film, der die Grenzen des Animationsgenres sprengt und uns mit seiner tiefgründigen Geschichte und atemberaubenden Bildgestaltung in seinen Bann zieht. Ein Meisterwerk, das jetzt im Kino zu sehen ist und das man sich nicht entgehen lassen sollte. Wir sehen uns im Kino.